kommt mit uns ins Theater. Ava macht sich hier direkt fertig, weil sie in der Schule ist, mache ich wieder das Voice-Over für euch. Erstmal ein bisschen die Augenringe abgedeckt, ein bisschen Rouge, aber nicht zu viel, sonst beschweren sich wieder ganz viele von euch. Jetzt beschwert euch gar nicht, es sei zu wenig. Wimpern curlen und dann, wir haben einen riesen Wimperntuschenfleck an der Wange. Wir sind dann mit dem Outfit nicht zufrieden, haben uns umgezogen und sitzen schon im Auto und laufen direkt zum Theater. Wir haben da erst noch eine Brezel gegessen, eine Cola getrunken. Oh, und dann sagte ich, ey, was, zeig mal, was du in der Tasche hast, was du nie benutzt. Aber dann hat sie doch direkt ihren Lipgloss rausgefischt und hat den benutzt. Und ja, dann war mein Witz nichts mehr. Aber was soll's. Jetzt ging es auch schon in den Theatersaal. Und der Saal, der war wirklich so, so schön. Und wisst ihr, was auch cool war? Normal sind ja im Theater die Stühle so fest, aber die konnte man verrutschen. Das war super bequem. Wir haben uns Nein zum Geld geschaut. Das war so schön gestaltet. Wir waren das erste Mal in der Volksbühne. Hier seht ihr auch schon den ersten Schauspieler.